Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Subnautica. Wer die letzte Folge gesehen hat, wird sich daran erinnern können, wie wir uns hier geplagt haben, um diese Andockbucht dahinzustellen und hatten dann das Problem, dass wir hier an dieser Stelle hier, da auf dem Boden, da kamen wir nicht durch. Und für alle, die auch schon mal so ein Problem hatten und dann ihre Basis abgerissen haben, es liegt daran, wenn man mit einem größeren Raum wie der Andockbucht oder diesem Mehrzweckraum, wenn man den platziert und ein Gelände damit entfernt, also einen Berg entfernt, dann ist zwar der Berg weg, aber die Kollisionsabfrage bleibt bestehen. Und hier war scheinbar dieses Gebirge und der hat zwar den Berg hier weggemacht, aber den Collider hier gelassen. Und deswegen kamen wir hier nicht durch. Und jetzt, oh Wunder, nachdem man das Spiel neu gestartet hat, ist dann auch der Collider verschwunden. Wir können hier super durchgehen. Und jetzt stehen wir hier in der Andockbucht. Und jetzt können wir hier unsere Seemotte andocken. Die wird dann automatisch aufgeladen mit der Energie, die im Moment in der Basis vorhanden ist. Und das werden wir jetzt auch direkt mal tun, weil die Seemotte hat eh nur noch 54%. So, fährt man dann hier so rein und dann piep, piep, datet, wird man hier reingezogen und schon hat man angedockt. Geht alles vollautomatisch natürlich. So, und jetzt seht ihr oben, die Energie von der Basis ist jetzt mal kräftig runtergegangen. Die hat sich nämlich jetzt die Seemotte gezogen. Und das heißt für uns, wir brauchen mehr Solarpanel. Und für Solarpanel brauchen wir auf jeden Fall mehr Quarz und Titan braucht das. Quarz und Titan. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt auf Tour. Nee. Bin ich jetzt hier so rein? Nee. Erst wieder rausklettern. Und hier, das ist übrigens der Aufrüstschacht der Seemotte. Da kommen die Modifikationen rein. Dazu brauchen wir aber erst ein paar Fragmente. Und zwar für die CMOS Upgrade Konsole. Seemotten Upgrade Pult ist das. So ein Bedienpult. Damit kann man die Seemotte lackieren. Man kann ihr einen anderen Namen geben. Man kann Quarz finden. Das brauchen wir gerade. Und man kann halt eben Sachen herstellen, um die Seemotte damit zu verbessern. Zum Beispiel Druckkompensatoren und Torpedosysteme und ich weiß gar nicht, was noch alles. Da relativ viel. Also was heißt relativ viel? Es gibt ein paar Sachen, aber ich kann sie mir einfach nicht alle merken. So. Und wir haben auch ein bisschen Hunger, sehe ich gerade. Von daher könnte man heute mal hier... Heute gibt es mal Sushi. Wir fangen mit dem Garyfish an. Lecker. Und weil er so gut war... Oh, kann ich eigentlich den Garyfish, den ich überfahren habe, einsammeln? Tatsache. Und ich kann ihn essen. Sehr gut. So. Wir brauchen Quarz. Jede Menge Quarz. Und Titan. Hier war doch mal irgendwo so ein Canyon. Da geht's in die Höhle runter, okay. Da lag Titan, ich weiß, aber ich suche jetzt erstmal ein bisschen Quarz, bevor ich mein Inventar wieder mit Titan zupflastere. Oh, Strahlung. Mist. Oh, was Blödes, aber auch. Da ist ein bisschen Quarz. Oh, hier ist Quarz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da. Es ist so schade, dass es in diesem Spiel keinen Multiplayer gibt. Beschwert sich irgendwie jeder drüber. Weil die haben das damals versäumt. Oh, schon wieder Strahlung entdeckt. Raus hier.
Die Entwickler haben es halt damals ja grundlegend nicht implementiert und sagen halt jetzt, es ist zu spät, und wenn sie jetzt einen Multiplayer integrieren, dann müssten sie im Prinzip das ganze Spiel neu programmieren. Also, aber hört die Strahlung hier auch irgendwann auf? So, hier ist ein Live-Pod. Die 4. Ich weiß gar nicht, ob wir die 12, die 17, die 4 haben wir, glaube ich, schon nicht gefunden gehabt. Schade, dass man hier nichts machen kann. Kann hier nichts öffnen. Schade. Ich frage mich immer noch, ob hier auch vielleicht noch irgendjemand anderes überlebt hat. Das wäre halt richtig cool, wenn man einen anderen Überlebenden dann mal treffen würde. Finden könnte, wie auch immer. Ein paar Überlebenstechniken austauschen, ein bisschen plaudern. Das wäre doch mal was in dem Spiel. So, da unten ist nochmal Quarz. Sehr gut, sehr gut. Nix wieder runter. Scheint auch irgendwie eine Höhle zu sein. So, da müssen wir aufpassen. Die wollen uns hypnotisieren, die Springer. So. Den haben wir auch gescannt. Können ja mal hier. So, langsam, Jones. Langsam. Ganz langsam. So, wir gehen mal hier in die Höhle rein. Hängt doch überall Quarz, das gibt's gar nicht. In jeder kleinen blöden Ecke hängt hier Quarz rum. Ist ja nicht zu fassen. Da gehen wir nicht hin. Da habe ich keine Lust drauf. So, warte mal. Wie sieht denn das aus im Inventar? Könnten wir hier das desinfizierte Wasser trinken? Und hier muss noch einen Fisch holen. Upsala. Gerade mal auftauchen. Muss mal hier eine Peilung vornehmen. Wo ist denn die Aurora? Ach, guck mal, hier ist direkt die Basis. Wir sind ja mehr oder weniger zu Hause. Das ist ja cool. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen hier hin. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Was liegt denn da? Das sieht doch aus wie ein Fragment. Ach, ein Seemottenfragment. Okay. Ja, dann kriegen wir Titan. Auch gut. Uns fehlen ja noch ein paar Sachen für die Zyklop. Ne? Vielleicht, ich fahre mal ein Stückchen hier rum. Oh, ein Reefback oder wie die heißen. Und hier ist noch Quarz. Und mit viel Glück finden wir noch irgendwie was da vorne im Mushroom Forest. Noch mal was essen. Ich hole mir mal hier so ein paar Spatenfische, die geben relativ viel. So. Okay. So, da geht es uns gleich wieder ein bisschen besser. Heute ist wirklich... Ja, heute ist Sushi-Tag.
Vital signs stabilizing. So. In die Seemotte einsteigen. Und dann fahren wir hier mal noch ein Stück weiter. Ich weiß, da lag Quarz da links. Ich hab's gesehen. Aber ich hab mir gedacht, komm, ist jetzt mal gerade egal. Hier ist noch jede Menge von dem Quarz. So, was kommt hier? Aha, hier rotes Biom. Ich weiß gar nicht genau, wie es auf Englisch heißt. Ich wollte ja eigentlich zum Mushroom Forest. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt überhaupt generell hier in der richtigen Richtung unterwegs bin. Oh, ein Fraktal von der Aurora. Dazu auch noch ein riesengroßes. Warte mal. Sind das da denn für Kisten? Da gehen wir mal hin. Das will ich jetzt mal gerade wissen. Kann man die vielleicht scannen? Nee. Kann man auch nicht öffnen oder so. Sieht kompliziert aus. Sieht kompliziert aus. Herr Kollege Sandhai ist auch schon da. Strahlung ist hier komischerweise keine. Da liegt ein Kreaturei, das habe ich auch gesehen. Dachte, hier gäbe es vielleicht noch so das ein oder andere Fragment. Welcome aboard, Captain. Das da könnte das ein Brückenteil sein? Oder ist es nur Schrott hier von dem Wrack? Ich dachte erst, es ist vielleicht... Oh, blödes Vieh. Dachte erst, es ist vielleicht irgendwie ein Teil von der Zyklop. So, guck mal, hier ist doch noch irgendwie Höhle, höhlenmäßig was. Gehen wir doch mal hier runter. So, hier waren wir schon mal. Hatten da aber nicht viel gefunden. Ob es hier noch irgendwas anderes gibt, aber ich sehe jetzt... Nicht gut. Hier liegen halt blöderweise keine Fragmente rum. Die liegen vermutlich alle ein bisschen tiefer. Da unten ist ein Vulkan. Also falls es hier überhaupt Fragmente gibt, sehe ich jetzt im Moment keine. Aber das bringt nichts. Ich brauche erst die Druckkompensatoren. Sonst komme ich hier nicht weiter. Mist, wo ging es denn jetzt raus? Ja. Hier ging es, glaube ich, hier geht's raus. Okay. So. So. Schwuppdiwupp. Immer wieder oben. So, da ist das
Wrack. Von da sind wir gekommen. Oder ist es ein anderes? Ne, das ist das, ne? Was qualmt denn hier die ganze Zeit? Das ist die Seemotte. Die hat einen weg. Die hat doch noch 45 Gesundheit. So was Blödes. Sprüht hier Funken. Moment, ja echt, die fällt gleich auseinander. Verliert aber keine Energie. Also im Moment ist alles gut. So, ach ja, hier ist der Mushroom Forest, hier hinter. So. Dann fahren wir mal da runter und dann gucken wir mal hier. Guck mal, da liegt doch schon ein Fragment. So. Scannerraumfragment. Da ist das wieder. Das Scannerraumfragment, was man nicht benutzen kann oder nicht scannen kann. Ist also auch kein Bug. Scheint halt wirklich nicht implementiert worden sein bisher. Was ist das denn hier? Ja, ein Brückenfragment für die Zyklop. Zyklop Brückenblaupause freigeschaltet. Sehr schön. Okay, warte mal, wir haben die Brücke und wir haben die Hülle, ne? Ich weiß nicht, fehlt denn da sonst noch was? Irgendwie gibt es da noch mehr Maschinenraumfragmente und was weiß ich was alles. Kann das sein? Weiß das jemand? Falls es jemand weiß, es wäre nett, wenn man es mir in die Kommentare schreibt. Sonst wüsste ich nämlich nicht, was ich sonst noch für die Zyklop suchen muss. Da liegt noch ein Fragment. Schauen wir mal, was das noch ist. Oh. Die komischen kleinen Springkrebse da. Aber die kann man auch scannen. Aber die machen Schaden. Da müsst ihr aufpassen. Wo ist er denn hin? Da ist einer. So. Cave Crawler. Sind das? Wo ist denn jetzt das Fragment und wo ist die Seemotte? Da ist die Seemotte. War hier nicht ein Fragment? Nö. Dachte, hier wäre ein Fragment gewesen. Na dann halt nicht. Können wir mal gucken, kann man eigentlich hier diese die Riesendinger hier, die kann man doch bestimmt auch scannen, oder? Baumpilz kann man noch scannen. Baumleisch. Quallenrochen. Also die machen scheinbar nichts. So. Man wollte ja sowieso mal irgendwann so eine kleine Sonderfolge machen und dann mal allen möglichen Kram aus dem PDA mal durchgehen, was da so alles drin steht. Die haben sich da ja echt viel einfallen lassen. So, noch ein paar Fragmente wären gut. So, hier waren wir schon mal an diese Stelle, hier kann ich mich erinnern. Hier sind wir schon mal dran vorbeigefahren. Naja, so, ich würde sagen, wir begeben uns so langsam auf den Heimweg. Haben ja noch ein paar Fragmente gefunden, sogar noch was freigeschaltet. Da können wir ja mal gucken, vielleicht kann ich das ja schon bauen. Die Zyklop. Das wäre natürlich der Hammer. Ich weiß nicht, durch wie viele Fragmente die Entwickler die Zyklop jetzt letzten Endes gesplittet haben. Aber ich sehe schon, meine Seemotte hat Risse in der Scheibe. So ein paar kleinere. Da müssen wir auch mal ran. Wir müssen uns unbedingt ein Schweißgerät herstellen, damit wir die mal reparieren können.
So, tuckern wir mal nach Hause. Die Kiste qualmt sowieso schon. Steuerbordseite ist schon leicht beschädigt worden. So, trautes Heim mit einer funktionierenden Andockbucht. Welcome aboard, Captain. Ja, einen schönen guten Tag. So, so, wir brauchten unbedingt Solarpanel. Das war der eigentliche Grund, warum wir hier hin sind. Deswegen werde ich die jetzt auch da bauen gehen. Aber vorher will ich kurz hier an der mobilen Vehikelbucht mal schauen. Na, kletter doch mal da hoch. So. Okay, wir können noch keine Zyklop bauen. Das heißt, uns fehlen noch Fragmente. Na gut. So, dann... Wir brauchen mehr Energie. Ohne Energie geht hier nichts. So, kriegen wir noch eins. Jo, sehr schön. So, für den Anfang reicht das mal. Und was ich mir noch machen wollte, ich habe mir gedacht, hier den Korridor, den reißen wir raus. Und dann machen wir den auch aus Glas. Den da. Da brauchen wir ein bisschen Glas für. Das machen wir gleich. Können wir uns das da reinsetzen, dieses eine Stück. Oder beziehungsweise, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Denn wir sind mal wieder durch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Oder noch viel besser, ein Abo. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.